Hallöchen und herzlich. Ach, warte mal. Alt war das. Okay, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dai Yang. Kommen wir hier hoch? Ja. Wahrnehmung brauchen wir aktuell noch nicht. Wie gesagt, keine Handschuhe. Moment mal. Sieht das nach keine Handschuhe aus? Warum hat die das gesagt? Halt, stopp! Das verstehe ich jetzt nicht. Gut, was will die Wahrnehmung? Bleib stehen, um die Wahrnehmung einzusetzen. Ja, die sagt mir aber jetzt keine Hinweise. Das heißt, welche Strecke muss ich nehmen? S. Die nicht. Die grüne. Aber so lange kann ich doch gar nicht klettern. Nicht in diesem Spiel. Da brauche ich, glaube ich, Ausdauer für. Nee, wir gehen dann doch erstmal die andere Strecke. Diese wunderschönen Handschuhe mit dem Logo der Sekte. Gut, dann seht ihr, jetzt nehmen wir automatisch den blauen Pfeil. Hatten wir doch auch die ganze Zeit so geplant. Ah, eine Wasserquelle. I. Wie habe ich das Geräusch nicht vermisst? Wo ist sie? Da hinten. Streckt ihr Köpfchen hoch. So, wir haben hier jetzt aber keine. Ach, wie hieß das nochmal? Womit man reisen konnte? Egal. Davon habe ich jetzt aber nichts gesehen. Oh. Schauen Sie, da unten ist Mauerwerk. Nein, was soll das sein? Das ist doch kein Bunker oder so. Ich habe aber gerade leicht Musik gehört. Der leitet uns ja eher von dem Bunker weg. Antippen? Ganz sicher, wenn das Wildschwein da steht? Ach so, ich muss nicht den Baum antippen, ich muss das Ding antippen, alles klar. So, wo können wir denn gleich lang? Hi! Ja, schön, dass du mit deinen Hufen scharst. Warte mal, ich gehe nochmal in Deckung. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal links rum, das Ding da einmal betrachten zu können. Och, Schweinchen. Really? Können wir da oben, glaube ich, nochmal lang und zur Not können wir da in der Felsspalte nochmal gucken. War das nochmal, wenn man sich duckt, wird man nicht gesehen. Ich hoffe, da lief jetzt keiner rum. Ah, außer ein Hund. Herrlich. Hier ist auch noch ein Weg. Oh, da ist auch noch ein Haus. Nice. Warte mal, das ist kein Hund, das ist nur eine Ziege. Das gefällt mir. Und da hinten läuft auch keiner, ne? Okay. Schauen wir uns das mal an. Okay, hier könnten wir einen Knopf bedienen. Warum kann ich das eigentlich nicht auf meiner Karte markieren? Das ist aber schade. Was soll hier denn passieren? Ist doch nix. Ist ja nicht wie bei Satisfactory, dass da auf einmal ein Weltraumlift aus dem Himmel rauskommt oder so. Ich schaue hier vorsichtshalber nochmal, ob wir hier irgendwas verpasst haben. Aber es sieht einfach nur sehr felsig aus. Da hinten läuft nur wieder einer rum. Ist da auch ein Haus? Nee, das ist nur eine Felswand. Gut. Wo sind wir momentan eigentlich auf der Karte? Ach so, wir sind hier oben. Und wir müssen hier hin. Für die tote Romanze. Wieso haben wir die eigentlich aktiv? Ich muss ehrlich zusagen, dass ich eigentlich immer nur querbeet laufe,
zu den Punkten, wo es halt weitergeht. Aber ich sehr häufig die Nebenquests an sich oder die Hauptquests, wobei die Tote Romanze ist ja eine Nebenquest, dass ich die, ja, verpasse. Hier war das Haus. Kann auch nicht versprechen, dass wir alle Nebenquests oder so erledigen. Ich glaube nicht, dass das so aufgebaut ist, dass man das zwingend finden muss. Das Aprikosental. Jetzt eine Aprikose zum Frühstück. Herrlich. Oh. Sind die jetzt wieder böse oder sind das Bauern? Okay. Mögt ihr uns? Ich will vorsichtshalber speichern. Nicht, dass der uns gleich einen über den Deckel gibt. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Aber hier ist Musik drin. Oh, das Gebäude hat sogar mal eine Tür und ich muss nicht reinklettern. Das ist so ungewohnt. Richtige Werkzeug. Kriegen wir hin. Kann ich die Tür auch wieder zumachen? Danke. Dann habe ich nämlich keine Angst vor den Ratten. So, oh, das richtige Werkzeug. Schau mal an. So schnell geht's. Jedes Mal, dass ich in den Keller gehen muss, kriege ich nasse Füße, aber ich muss den Weg nehmen, wenn ich nicht erwischt werden möchte. Auf jeden Fall. Das wird bald vorbei sein. Es kann bald wieder laufen. Nee, er. Wer? Was hätte ich sonst machen sollen? Jeder sollte die gleiche Chance haben, die Prüfung zu bestehen. Er ist verletzt und braucht Hilfe. Ich tue da nichts Falsches. Okay, wer ist im Keller eingesperrt? Das ist nur Stoff. Da können wir rausklettern. Ich will noch mal kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwas außer hier Holz? Das ist nur Seil. Gut. Dann nehmen wir doch vielleicht diese Abkürzung hier. Geht's vielleicht nach oben in den Keller? Geht's hier hoch? Haben wir einen Dachboden? Wow! Schade. Wahrscheinlich wird das so unnötig sein. Wir werden es merken. Aber die machen das ja nicht umsonst. Und ich werde das Ding hier jetzt definitiv nicht für den Wasserhahn benutzen. Achso, dran vorbeigelaufen. Für die Wasserpumpe, meinte ich. Da gibt es garantiert was viel Wichtigeres. Na! Warum? Ich laufe doch nicht weiter. Wow! Das ist aber ein schöner Keller. Und was wollen wir jetzt hier? Noch ein Dachboden? Was haben wir denn hier für eine Kiste? Nieschützer? Zuweisen. Oh, nice. Gut, dafür nimmt man das dann doch gerne auf sich, denke ich. Aber da hinten ist ein Häuschen, ist das. Das ist aber eventuell. Ja, nee, der Olivenhain kann es nicht sein. Hier würde ich jetzt nicht runterspringen wollen. Ja, aber.
Gewusst wie? Brauche ich jetzt eigentlich noch Materialien? Ich bin immer so kniepig. Kann ich auch sein mit meinem Inventar. Ach, es juckt. So. Kann das sein, dass das eventuell die Brücke ist hinter dem Haus? Bin erstmal gerade vorsichtig. Oh. Okay, du bist lieb, danke. Ich muss mich also nicht vor den Leuten erschrecken. Das ist wunderprächtig. Man gewöhnt sich in diesem Spiel einfach nie daran, dass man hier irgendwo durchlaufen kann. So schreckhaft macht einen das Spiel einfach mal. Oh cool, was ist denn das? Ey, das sieht ja richtig. Also hier würde ich wohl einziehen. Schön seine Ruhe haben. Schön die Natur dabei. Noch so einen kleinen Spielplatz. Ey, willst du mir was sagen? Hey, endlich kann jemand mit mir sprechen. Finally, someone who wants to talk with me. Whoa, calm down. First of all, lower your voice, 'cause my head is pounding as it is. Alte, grummelige Leute. Ohohoho. Hallo, der hat uns rangewunken. Warum macht er uns jetzt hier zur Schnecke, bitte? What did you want to tell me? We've been kept awake for nights by noises coming from the cellar. Maybe you could sort out this problem. Ach nee, im Keller. Hier, den meinen die also. Me? Sort out your problem? That's right. The cellar is sealed off and nobody can get in. Could you go take a look? Genau, weil ich ja so ein Jungspund bin. Ich habe noch so super gesunde Beine und kann einfach durch irgendwelche Fenster jumpen. How am I supposed to get inside if it's sealed shut? We're not sure, but we think there's another way in. A comrade of mine searched for it without success. I tell you to go talk with him about it, but he left with no explanation. Oh well. Ja, gut, das ist, Oh, das ist gemein, ey. Ja gut, wir können ja handeln. Why do I have to help you? You'll bring back sound sleep to everybody. You think you won't be compensated for this? Ja, das ist aber sehr nett von uns. Why don't you go have a look yourselves? And risk being bitten by rats and snakes? We've tried asking for help from the guards, but lately they've been taking care of more important matters, they say. Na gut, da wir ja nicht im Never Stil. mind. Im Stil. Was ist denn los? Im Spiel stehen bleiben wollen, werden wir es wohl machen, ne? Ja, wir machen I jetzt think einfach I'll get mal. moving along now. I'll Genau. return to my work then. Genau, wenn deine Arbeit heißt, du bleibst sitzen. Oh, der nächste setzt sich auch schon. Alles klar. Zu viele Menschen hier. Können wir hier nochmal reingehen? Können wir. Okay, dann tun wir das doch erstmal. Ich glaube, wir sollten uns eventuell die da als Schutz vor den Ratten einpacken. Irgendwelche interessanten. Oh. Aber ich brauche ja gerade nichts zu essen. Aber. Danke, wenn ich schon den Keller aufräumen soll, ne? Den hier. Ist da auf der anderen Seite ein Fenster? Ich hoffe. Rüberklettern kann man auf jeden Fall nicht. Ach so, neue Wasserquelle. Ich wollte gerade sagen, was hat das Spiel denn jetzt schon wieder? Tür geht auch auf. Gut. Kommen wir jetzt aber noch den Raum hier an. Oh. Nächste Wasserquelle. Ist verschlossen. Gut, das sollten wir aber irgendwie hinkriegen. Einfach die Fenster kaputt machen. So, wir gehen mal von der anderen Seite rum. Oder kommen wir hier runter?
Das Haus an sich sieht echt wirklich schön aus. So mit schwebenden Kästen, die dann wieder verschwinden. Oh, mitten in der Mittagssonne. Ach, hier kommen wir gar nicht rum. Gar nicht nicht? Ach, wie habe ich den Fuchs. Oh, was war denn das bitte für eine Kotzwelle, ey? Den Fuchs habe ich ja richtig vermisst. So. Keller. Blinkendes Wasser. Ach so, das sollen Frösche sein. Ich wollte gerade sagen, was will mich angreifen? So, hier sieht das nach einem Durchgang aus. Perfekt. Ach so, ich habe automatisch die Aufgabe weitergemacht. Kann ich bitte eine Taschenlampe haben? Finden Sie den Ursprung des Geräuschs? Nice. Ist aber sehr nett. So. Okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hoch. So, erstmal ganz ruhig und fokussieren. Was haben wir denn hier? Wir haben hier anscheinend irgendwie so eine Art Aufzug, den man da bedienen kann. Heißt, ich muss da hoch, kann ich dich bewegen? Steht da? Ja, kann ich. So, dann brauche ich den auch garantiert da, weil sonst müsste ich das Teil gar nicht bewegen. So. Hier haben wir die nächste Kiste. Gut, jetzt können wir hier drunter. Das ist. Ach nee, jetzt ist es höher gegangen und wir kommen an die Leiter. Oder? Immer noch nicht. Da können wir aber auch hochklettern. Was bringt mir das? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Meine Nase fängt gerade extremst an zu kribbeln. Wow. Ach, da ist noch eine. Ach shit, hätten wir die vielleicht noch nicht direkt. Obwohl, es ging ja gar nicht anders. Ja. Da drüber springen können wir auch nicht. Komme ich von hier. Muss ich durch irgendeine Lu. Ach da, guck mal. Wir müssen da drauf und wahrscheinlich da hoch. Eventuell. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so klein und so grazil sind, dass wir da durchpassen würden. Schauen wir mal, ob ich es irgendwann in 3 Jahren geschafft kriege und ob ich dahin muss. Ja. Manchmal muss man einfach nur andere Dinge verändern. Ah! Scheiße. Ja. War das nochmal? Toll. Das ist manchmal ein bisschen lästig, wenn man sich. Ups. Wenn man sich den eigenen Weg versemmelt. So, jetzt können wir aber hier drauf und können da hoch. Ups, ich sollte vielleicht nicht so schnell sprinten. So, und jetzt langsam hier rein. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gedacht. Und wir sind im Keller. Da geht's wieder runter, ne? Ja. Wir haben hier Essen. Dankeschön. Wir haben Trinken.
Hier ist auf jeden Fall nichts. Wir hätten ein. Ach nee, das ist kein Messer. Das ist nur eine Flasche. Auch eine Waffe, wenn man sie anwenden möchte. Oh. Brauchen wir das? Was haben wir hier denn alles? Ugh, not too long ago, someone bled a lot here. Ja, aber heißt, entweder hat sich das Geräusch jetzt von alleine erledigt oder ich weiß es auch noch nicht. Aber was? Neues Rezept hinzugefügt? Was denn? Was hatten wir denn vorher nicht? Aufbaupräparat? Hatten wir das vorher nicht? Bin mir unsicher. Ich sollte vielleicht mal die Dinge hier einmal anklicken, damit ich hier keine Ausrufezeichen mehr habe. Neues Dokument. Dave, du hast geschlafen und ich wollte dich nicht wecken. Es tut mir leid, dich so lange alleine zu lassen, aber ich kann nichts anderes tun. Die anderen würden sonst etwas ahnen. Sie haben dich in deinem Delirium gehört und sie fragen immer noch, woher die Schreie kommen. Ich hoffe, dass die Medikamente, die ich dir gebracht habe, bald wirken. Ich weiß nicht, wann ich zurückkommen kann. Deswegen habe ich dir Rezept und Zutaten für neue Dosen hier gelassen, falls du sie brauchst. Ja. Hä? Ist das jetzt das Kleid? Nee. Die Trials sind doch die Eingeborenen, ne? Feel like a new man. Nein, komm, die will uns hier überreden, dass wir zu den Eingeborenen dazutreten, zu der Sekte. Kann die mal ganz schön knicken. Ich weiß nicht, was die hier alle geschnupft haben oder keine Ahnung was, aber ich werde definitiv nicht der Sekte beitreten. Aber hier, das war also quasi der Keller. Haben wir das auch erledigt? So, verdammt. Ging's hier überhaupt jetzt raus? War das jetzt gerade so clever? Bin ich jetzt so irritiert? Na ja, egal. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt irgendwie einen Weg hier nach draußen. Vielleicht habe ich ja gleich noch so eine Blitzidee oder so. Keine Ahnung. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Und wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, gebt mir auch gerne ein Däumchen und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao mit V.